Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei der Firma SPS Automotive Performance. Exakt. Servus. So, heute dürft ihr beide euch mal selber vorstellen. Ja, ich bin Luca Sohn, von der Firma SPS und freue mich heute, dich hier ein bisschen rumzuführen und mal zu zeigen, was wir so machen. Ich bin Marvin Katz, ich bin auch Teil der Firma SPS. Ich bin jetzt schon seit knapp 7 Jahren dabei und freuen euch jetzt mal zu zeigen, was wir so machen. Jetzt wisst ihr natürlich noch gar nicht, was SPS macht. Ich wusste es vorher auch nicht so, außer aus dem Internet. Da sieht man natürlich schon hier und da relativ schon mal hier und da mal das ein oder andere Auto, was hier so rumsteht. Also plus die Rennfahrzeuge. Genau. Aber es steckt schon noch ein bisschen mehr hinter. Ja, voll. Also ich sag mal, wenn man uns kennt, eher vom Motorsport. Ja, wir machen viel mit und für AMG Motorsport. Haben jetzt neuerdings seit 2-3 Jahren auch die Klassik aufgebaut, um eben vor allen Dingen Porsche 964 umzubauen, Restomod, restaurieren, eigentlich alles, was ein Kunde so möchte, da sind wir eigentlich ziemlich offen und eben, was auch ein Riesenteil von uns ist, ist die Betreuung von großen Fahrzeugsammlungen, was wir eben... Große Fahrzeugsammlungen, klingt schon mal gut. Genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr groß gewachsen jetzt in den letzten Jahren. Dass wir Menschen eben, dass wir Autos für Menschen einlagern und uns um die Autos kümmern. Und dass wenn die Leute dann irgendwo Urlaub machen wollen, in Monaco oder Haus in Spanien, dass wir dann die Autos dann da hinliefern, vorbereitet, wieder abholen und uns die Autos kümmern. Quasi Träume erfüllen. So kann man schon sagen. Ne? Genau. Ihr beiden seid jetzt noch relativ jung. Wie lange macht ihr schon? Ja, also eigentlich bin ich schon dabei, seitdem ich denken kann, weil die Firma mein Dad hat die Firma gegründet im Jahr 2003. Hab dann natürlich Schule gemacht nebenher, aber immer so ein bisschen mitgeholfen hier und da, was halt so ansteht. Genau. Genau. Ich bin seit so knapp, wie gesagt, 7 Jahren hier dabei. Ich habe hier die Ausbildung zum Kfzler gemacht und bin jetzt übergewandert in eben diese Storage-Abteilung, wo wir uns um die Fahrzeugsammlungen kümmern. Und im Rennsport bin ich groß geworden, habe das Schrauben an den Rennautos gelernt und betreue auch immer noch an der Rennstrecke die Rennautos. Aber das heißt, Storage-Abteilung ist tatsächlich wirklich so ein großer Markt geworden mit diesem Fahrzeug, ich nenne es jetzt mal nicht Handel, sondern mehr Fahrzeugsammlungen aufbauen und die Pflege von solchen Fahrzeugen, dass es wirklich echt Leute gibt, die sagen, ey, ich hätte jetzt gerne... Was würdest du sagen, ist so das beliebteste Auto? Also wenn ihr jetzt so sagen müsstest, wo am öftesten einer anruft und sagt, ey, besorg mir das und das Auto. Schwierig. Ich würde fast sagen Richtung Bugatti, oder? Bugatti ist echt vorne mit dabei, ja. Ach, krass, hätte ich da nicht so niemals gedacht. Also, wobei, wenn man das jetzt so in Relation dazu setzt, angenommen, man nimmt jetzt einen Bugatti, der kostet jetzt, sagen wir mal, 3 Millionen, 5 Millionen, wie auch immer, und andere Autos, die 3 oder 5 Millionen kosten, dann sieht man den Bugatti ja doch schon häufiger als die anderen Autos, die so 3 bis 5 Millionen Euro kosten. Ne? Okay. Aber ich könnte jetzt nicht bei Bugatti anrufen und sagen, besorg mal Bugatti. Es ist schwierig. Es sei denn, du hast halt schon irgendwie Geschichte mit Bugatti, aber sonst ist es halt, macht der Bugatti immer sehr viel Tamtam drum, sag ich mal. Und das ist dann eben der Vorteil von uns oder eben von meinem Dad dann, dass wir eben durch diese ganze Geschichte schon sehr viele Connections haben und auch gute Connections zu Bugatti, sodass wir dann da einfach dann, sag mal, einfacher an Autos rankommen. Ist das vergleichbar mit jetzt zum Beispiel, ich will einen 992 GT3 RS haben oder nochmal ganz andere Liga? Was so? Es ist vergleichbar, würde ich sagen, ist einfach anders, weil Bugatti einfach nochmal ein bisschen anders tickt. Ja. Aber vergleichbar ja schon. Ich meine jetzt, es ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt hier schon 5 Bugattis, ich hätte es gerne den nächsten, weil so viele gibt es dann auch nicht, aber... Kriegen wir heute einen Bugatti zu sehen hier? Einen, ja. Also einen auf jeden Fall, 3, die abgekappert sind, glaube ich, zumindest drei. Nicht. Ja. Ja. Nee, 2? Weiß man nicht. Das kann man sich schon mal verzählen bei dem Bugatti. Kann man sich schon mal verzählen. Ja, tatsächlich schon. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Wir werden einfach mal reinkommen, wir gucken mal. Ich sehe auf jeden Fall schon was. Günstiges Fahrzeug. Ich habe diese Autos wirklich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. CLK. Ja, wirklich so gar nicht. Dann waren wir bei Loh und dann bei Mechatronik. Überall stehen sie rum. So, und auf einmal, also gefühlt müssen das alle Autos eigentlich sein. Also es kann wirklich dann bald ja nicht mehr viele geben. Weil wenn es gerade mal 20 Coupés gab, ja. Silber, fast alle Silber. Ich glaube einen blauen und einen roten. Genau. Und bald haben wir alle durch auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall auch mit die Story von meinem Dad, um das zu schließen praktisch, dass mein Dad damals bei HWA eben zuständig war für diesen Bau von diesen Fahrzeugen. Ach, wie cool, okay. Und als das Thema durch war, hat es ja selbstständig gemacht, eben mit dieser Firma. Und daher sind einfach auch noch viele Connections zu den Kunden einfach noch da, sodass wir uns dann die Fahrzeuge kümmern, auch einlagern und ja, bei, auch bei,
auch das Know-how haben, einfach mit den Fahrzeugen umzugehen, weil das haben auch nicht viele am Ende vom Tag. Das heißt, so ein Auto würdet ihr auch Service machen? Also solche Spielchen? Ja. Machen wir auch bei wirklich vielen Autos. Da gibt es dann auch die Geschichte, dass dann unsere Fachleute, die sich um die Autos kümmern, dass sie dann nach Dubai fliegen, nach Japan fliegen und sich vor Ort dann um das Auto kümmern und den Service dazu machen. Das heißt, wie viele habt ihr so im Kundenstamm, die noch so ein Auto besitzen? Also, weil wenn du mir jetzt eine Zahl sagst, so 5 bis 8, dann haben wir bald alle 20 Autos zusammen. Dann kann selbst ich bald ein Buch schreiben, wo welche sind. Also es werden schon 5 bis 8 sein. Ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen. Aber auch schon echt. Okay, dann ist aber die Szene da doch so eng, dass es da wirklich ja alle, dass man weiß, wo alle Autos sind von denen. Ja. Es ist ziemlich, denke ich mal, weiß man, müsste, dass die Leute müssen das. Und das ist auch Kundenauto? Ja. Den habt ihr jetzt nur so hier hingestellt oder stellt ihr jeden Tag so? Der steht hier aktuell jeden Tag so. Genau. Der hat nämlich frisch von uns einen Service gekriegt. Mhm. Der ist jetzt fertig. Da bleibt das vorerst hier stehen, bis der Kunde den wieder haben möchte. Eben wie gesagt, diese Storage-Geschichte, dass wir uns jetzt halt so lange hier um das Auto kümmern, bis es wieder haben will. Ja, und man guckt halt jeden Tag geil drauf, ne? Also so als Mechaniker. Ja, okay, das da drunter, das ist noch geheim, ne? Ja, also man. Ich glaube, der eine oder andere, erste Mal, dass ich so ein Auto live gesehen habe, also zumindest die Straßenversion. Ich denke mal, an dem Diffusor kann man unschwer erkennen, was es ist. Die Kenner müssen es wissen, ja. Die Kenner sehen das sofort. Ich kenne kein Auto, was so ein Diffusor hat. Die werden das schon erkennen. Ich glaube, da kann man durchkriechen auch, wenn man will. Ne? Also wenn man sich ganz klein macht, schaff's nicht mehr. Wenn man sich ganz klein macht, glaube ich, könnte ich da so durchkriechen und komme vorne wieder raus. Ja, es ist sehr, sehr luftig unter dem Auto. Auf jeden Fall. Aston Martin Valkyrie. Ja, genau. Ich vermute mal auch guten Auto. Ja, und das ist ja auch das Thema, also ihr werdet jetzt viele Autos sehen, die einfach auch abgedeckt sind, einfach auch das Thema der Diskretion, dass viele Kunden einfach Autos nicht wollen, dass man die Autos sieht oder dass man weiß, wo die Autos stehen. Man kann es oftmals, wie jetzt hier, einfach nicht denken, verschweigen. So, was es für ein Auto ist, aber solange es jetzt nicht individuell sichtbar ist, ist alles fein. Ja, und dann sehe ich da schon ein Rennauto. Genau, das ist praktisch so eigentlich unsere Motorsportabteilung, die ist jetzt ein bisschen auch wild durcheinander, weil auch gerade viel Material und viele Autos in Batches waren, in Australien und in Dubai bei den Rennen und jetzt im Container sind. Aber ja, das ist praktisch der AMG GT3, mit dem wir eigentlich Rennen fahren die ganze Zeit. Rennen fahren heißt, ihr seid ein Rennteam oder was heißt ihr fahren? Genau. Wir sind ein Rennteam und fahren praktisch, ich sag immer ganz einfach, mit und für AMG. Also das kann sein, dass man mal einen Werkseinsatz macht, heißt AMG kommt auf uns zu, sagt, ey, wollt ihr hier Nürburgring 4-Stunden-Rennen mitfahren? Wir stellen euch 3 Fahrer und ein Auto, wir vertrauen euch, dass ihr das gut macht und dann machen wir das. Aber die meiste Zeit ist es wirklich diese Art von Gentleman-Motorsport. Heißt jetzt, wenn du jetzt Bock hättest, Rennen zu fahren, kommst du auf uns zu, also hast so ein Auto, kaufst dir so ein Auto, kommst auf uns zu und sagst, ey, ich brauche technisches Know-how, ich brauche das Team dahinter, wollt ihr das machen? So, und dann kommen wir praktisch mit dieser Dienstleistung ins Spiel. Ah, verstehe. Okay. Genau. Und das passende Kleingeld dazu auf jeden Fall noch. Ja, das braucht man auch. Ja. Weil das ist doch, was du gerade gesagt hast, in Australien ist das, ne? Das 12-Stunden-Rennen, wo ihr gerade. Genau, ja. Weil das Auto war in Australien? Nicht das. Das Auto aus Australien kommt gerade noch im Container. Genau, Ende nächsten Monats soll es hier eintreffen. Unser ganzes Equipment plus das Fahrzeug, was dort gefahren ist. Und aber es ist ja ein Riesenaufwand, weil du musst ja wirklich, egal ob es Werkzeuge, Ersatzteile, Auto, alles rüber. Ja. Und Mechaniker dann auch und wieder zurück. Genau. Und das alles für 12 Stunden. Ja. Für 12 Stunden im Kreis fahren. Kann man da so grob abschätzen, was 12 Stunden im Kreis fahren GT3 kostet? Wenn es gut läuft, wenn man nichts kaputt fährt? Ja, mit 300.000 muss man schon rechnen, würde ich sagen. Also eigentlich Fahrzeugwert. Der eigentliche Fahrzeugwert geht so pro ein Rennen dann drauf. Ja. Weil du kannst immer. Man kann, das ist nicht ganz genau, man kann immer so über den Daumen sagen, pro Kilometer zahlt man 25 Euro pro Kilometer. Ja. Das ist der reine Verschleiß, der reine Einsatz. Dann kommt noch dazu, man braucht einen Satz Licks jede Stunde und man braucht Sprit, 111 Liter die Stunde. Und ein Satz Licks kostet so 5.000 Euro, je nachdem welches Fabrikat. Echt? Und ein Liter Sprit, je nach Veranstalter, kostet auch 3,50 Euro. Also da kommt auch einiges zusammen. Krass. Das heißt, okay, du sagtest gerade Einsatz Licks die Stunde, sind ja schon mal 5.000 Euro, dann locker nochmal 500 Euro Sprit, die durchgehen die Stunde? Da kommt schon was zusammen. Das läppert sich schon. Und dann hast du halt dann noch die Kleinigkeiten, wie die Teamverpflegung, Teamhotel, ne? Dann hast du Catering, Hospitality noch im Fahrerlager. Da kommt schon einiges zusammen auf jeden Fall. Das ist schon
Und diejenigen, die das Auto dann besitzen, die fahren dann nur ein so ein 12-Stunden-Rennen oder fahren die dann die ganze Saison durch? Das heißt, das Auto wandert von Rennen zu Rennen zu Rennen? Das wandert eigentlich von Rennen zu Rennen. Klar, du hast natürlich so Milestones im Verschleiß. Ich glaube, so ein Motor nach wie viel tausend Kilometer? 5000 gibt es die kleine Inspektion, sage ich mal, nach 10.000 der große, wo dann die Teile zurück zur HWA müssen und die prüfen. Und nach so einem 24er oder auch vor dem 24er einfach als Vorbereitung, weil es ein extremer Verschleiß ist für die 24 Stunden, sind die Teile eigentlich nahezu komplett bei HWA, bevor wir das Auto losschicken und sicher sagen können, es schafft es 24 Stunden. Ach krass. Da versuchen ja wir auch dann zu vermeiden, dass man nach Stunde 23 ausfällt, ja, weil irgendwas kaputt geht, weil man dann gesagt hat, ah, komm, eigentlich reicht es von der Laufzeit. Ja, hier sieht man gerade dann die Vorbereitung, die wir hier machen in der Halle. Da kümmern sich unsere Jungs um das Auto. Hier wird gerade der Messplatz eingerichtet und da wird das Auto vermessen und vorbereitet für Dodo. Das ist für Mugello. Ja. Der Dodo ist einer unserer Mechaniker und der Servus. Ist... Sorry. Ach, alles gut. Der ist auch in den meisten Fällen Fahrzeugleiter an dem GT3, also der kümmert sich da auch um. Der soll in Mugello fahren? Ja, also es wird in Mugello fahren. schon mal wichtig. Ja, wir haben jetzt eigentlich quasi nach dem letzten Rennen, das war ja Saisonende, Barcelona. Lieblingsland? Barcelona. Barcelona? Okay. Nehmen wir dann das Auto mal komplett auseinander, also alle möglichen Bodyparts von Seitenkasten, Heck, Unterbögen, kommt alles weg. Das Chassis kontrolliert wird, alle Aufhängungen von Rädern und Dämpfer und wird alles kontrolliert auf Spiel oder ob irgendwas da jetzt mal blöd weghängt oder einfach, dass das Auto wieder richtig fahrtauglich sicher ist. Und dann bauen wir es hier wieder zusammen und machen dann jetzt Setup, deswegen sind die Teller eingemessen worden und... Aber das heißt eigentlich alles ab? Alles ab. Alles ab. So, dass es quasi als Rohkarosse da liegt, nicht ganz so schlimm wie das, aber schon tatsächlich alle Unterböden, Heck, Seite mit Kotflügel. Ganz Kies erstmal rausholen. Genau, wenn es blöd läuft, Kies rausholen. Und da werden ja nach Laufzeiten geguckt, also alle möglichen Querlenker zu Lenkung, zu Stabi. Hat ja alles mögliche Laufzeit. Was sind so die empfindlichsten Teile bei so einem GT3? Hardware oder also gerade so die ganzen Carbon-Parts sind. Nee, also schon so. Ist es eher so mal so ein Radlager oder mal ein Querlenker? Eigentlich tatsächlich nicht wirklich. Davon eigentlich gar nichts. Eher so Sturzpickup hinten, der Uniball, der schlägt als mal aus. Also ganz generell halt von Spurstangen oder Sturz hinten, diese Uniball, die schlagen als mal aus. Aber mhm. Weil ich war neulich bei einer Firma, die machen so, die vermieten LMP-Autos. Mhm. Und da ist wohl ein Riesenthema Radlager mit Radnabe, so dieses ganze Teil. Kostet dann auch irgendwie, keine Ahnung, ein Radlager, also ein kombiniertes Teil, irgendwie 5.000 Euro oder so. Mhm. Und muss man auch öfter mal neu. Ja, das sind schon utopische Preise manchmal. Mhm. Ohne Klick. Aber immer wieder geil, wie glatt so ein Unterboden ist. Ne? Mit diesem Frontdiffusor. Oh, cool. Das heißt, wie viele Stunden gehen da ungefähr rein, so nur als Vorbereiten? Von nur zusammenbauen wieder, also von durchgeguckt schon fertig und nur zusammenbauen, würde ich sagen, bis zum Setup und alles fertig, 30 Stunden. Mhm. Hätte ich aufgeschätzt. Und davor aber logischerweise noch alles zerlegen, durchgucken und so weiter. Also in Summe schon eher, dass man hier ein paar Wochen dran ist. Von auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, der Dodo oder der Robin, die zerlegen dann das Auto nach einem Einsatz und dann sind die Teile auch erstmal 2 Wochen bei HWA, bis wir die zurückbekommen. Also das Auto, das steht dann schon, sag mal, 3 Wochen, wenn es gut läuft. Tja, und hier? Das ist mal ganz was anderes. Das ist mal nochmal ein paar Jahre zurück. 962 Porsche aus dem Jahre 1990. Also das war, manche würden sagen, das war noch richtiges Racing. Ich würde sagen, das war einfach nur geistesgestört. wenn du mal die Tür aufmachst. Und die sind damals damit auch schon 300 gefahren und dann siehst du hier diesen so einen Sitz, der da sich schon... Vorhin auch so diese Scharnier und so alles. Ja. Also vorhin, guck mal her, das ist ja wirklich, das ist alles, ne? Zusammengenietetes Alu-Chassis. Bei einem Einschlag sieht es da doch schon auch schlecht aus. Und ja, damit haben die schon auch Vollgas gegeben. Im Quali Boost hochgeschraubt, 1000 PS, 900 Kilo. Das ist ja echt einfach geil irgendwie. Da sehe ich mich. Hier, handgerissen. Ja. Vor allen Dingen auch, was da auch ein Riesenthema nochmal war, auch mit Thema Feuer und so. Ne? Wenn es da drin, das wird ja sofort alles brennen. Und der wird aber auch noch eingesetzt? Also den macht ihr auch gerade fällig, dass der wieder gefahren wird, oder? Ja. Also das ist auch auf jeden Fall ein Teil von unserer
ich nenne es mal Philosophie, dass wir eben auch diese alten Rennautos vorbereiten und auch einsetzen auf Trackdays. Werden wir auch gleich hinten nochmal ein schönes Exemplar sehen. Aber der ist so, wie er hier steht, auf jeden Fall wäre bereit, auch mal gefahren zu werden. Das war das Projekt aus 2017. Da haben wir alles, wirklich einmal alles komplett neu gemacht, dass er jetzt wieder so dasteht, wie er jetzt hier steht. Und das heißt auch mit Lackierung und volles Programm? Ja, genau, volles Programm. Und da gibt es wirklich jemanden zu, der sich da jetzt reinsetzt und fährt, oder engagiert der wen, der das Auto dann fahren soll? Nö, den möchten es dann schon selber fahren. Das ist auch eine witzige Story. Es gibt die Leute, wo das Auto hat, holt sich dann meistens auch einen Profi-Rennfahrer dazu, um das mal zu fahren. Ich werde keine Namen nennen, aber es gibt dann auch Profis, die dann das nicht wollen, weil sie Schiss haben, da einzusteigen. Ja, muss ja auch ein älterer Hase sein, glaube ich, der so ein Ding fährt, oder? Weil so einen aktuellen 18-jährigen Profifahrer. Weiß schon gar nicht mal, was du da machen musst, ja. Ich wüsste auch nicht, glaube ich, am Ende vom Tag. Doch, das muss halt einfach und das Problem ist ja auch, dass die Wartung an so einem Auto garantiert so intensiv ist. Da kannst du jetzt ja auch nicht jemanden reinsetzen, der erstmal 3 Stunden Farberprobung auf so einem Auto braucht, sondern das soll ja schon einer sein, der sich da reinsetzt und gleich loslegt, ne? Weil alleine die Schaltung und so. Aber krasse Proportionen, ne? Wenn man diesen mit sich die Theke anguckt und eigentlich ist das ganze Auto hinten. Und dann habt ihr jede Menge zerlegte 964. Ja, richtig. Micha, willst du mit dazukommen? Micha? Ja. Okay. Erzähl mal. 964 mit LED-Hauptscheinwerfer, Carbon-Kotflügel, Fronthaube, Frontstoßfänger, hinten Stoßfänger Carbon, Carbon-Dach. Alles Carbon hier? Alles Carbon. Ist ja alles, wirklich alles Carbon, ne? Das ist alles Carbon. Also Kotflügel, Front. Und das sind alles Teile, die gab es für das Auto? Habt ihr die für das Auto gemacht? Die haben wir gemacht. Carbon-Spiegel, Carbon-Dach. Ah, geil, so einlackiert, dass man es dann doch noch sehen kann. Und dann auf Kundenwunsch, auch hier. Den auch in komplettem Carbon. Hier ist Carbon-Display. Das Blech noch, okay. Und Tür? Und wir haben da noch ein Auto, der Tür ist auch Blech. Wir haben hinten noch ein Auto, da ist Türe und Seitewände Carbon. Und eigene Rückleuchte habt ihr auch gemacht? Das sind LED-Rückleuchte. Die machen wir hier im Haus, nicht selbst, klar. Ne, das ist klar, aber das sind eure... Ja, das gibt's schon. Also. Mhm. Und dann eben von... Das heißt, was ist Ziel von jemand, der so ein 964 dann so umbauen lässt? Der hat einfach Bock, altes Auto mit Carbon. Ja, also Gewicht, klar, natürlich. Wir liegen irgendwo, jetzt mit dem Turbomotor, irgendwo knapp über 1250 Kilo. Hat aber dann hier auch ein Hochturbo, 450 PS, macht dann schon gut Spaß, läuft halt gut. Da kann man auch sagen zu dem Thema, da gibt es wenig, was wir nicht machen. Also je nachdem, was der Kunde wirklich will, versuchen wir und werden wir es auch in den meisten Fällen auch umsetzen, wirklich. Das heißt, das ist jetzt nicht immer so, dass man bei euch immer das gleiche Auto bestellt, sondern das ist komplett Einzelfall, ich hätte gern Carbonhaube, die Rückleuchten und so weiter. Genau. Ja. Carbon-Dach oder nicht, da ist ja noch ein Käfig drin. Ist eben individuell nach Kundewunsch. Käfig finde ich ganz cool, weil der so eng anliegend ist, ne? Der wird später, wenn Scheiben drin ist, wird man den kaum noch. Ja. Weil du kommst ja eh schlecht rein und raus, das Auto ist eh so klein. Ist vom Rohr her natürlich minimal gebaut, in Anführungsstrichen. Also das ist ja wirklich nur... Aber ja, selbst das gut, wird schon keine Kreuzstrebe oder sonst was. Das ist aber selbst das wird wahrscheinlich schon viel bringen am Ende. Steifigkeit, ja, auch auf jeden Fall. Und natürlich auch beim Unfall, logisch. Aber das ist ja eigentlich dann auch schon eine Vollrestauration, oder? Ja, mehr als das. Ja. Also das Fahrzeug wird, kann es hinter dann zeigen, komplett zerlegt, dann chemisch entlackt. Aber dann auch so richtig? Ja, chemisch entlackt, fährt durch den Bart, dann... beschichtet und dann jeden auch wieder Kundewunsch mit einer ganz leichten Abdichtung, weil jede Karosserieteil, wo zusammengeschweißt ist, ist ja, wenn ich chemisch im Lack, keine Abdichtung mehr da. Ja, ja. Und dann entweder gar keine Abdichtung, kann ich nochmal 10 Kilo sparen oder halt, wir machen eigentlich schon, ich tendiere schon immer auf Abdichtung, weil wenn ich auf der Straße fahre, deswegen. Und dann geht's los, dann bauen wir es auf, wie der Kunde möchte. Wie er will, alles entscheiden. Wie er will, egal wie. Und das war mal, das war ein Rufauto vorher? Nein, das ist ein ganz normaler 460. Das sind Felge, die im Rufdesign sind. Große Bremsanlage hat er noch drauf von uns. Riesengroße Bremsanlage, wir lassen mal hoch, Achtung. Und das ist alles ganz normal mit TÜV? Das wird alles mit TÜV, ja. Ja, das ist die große Variante. Also viel mehr geht nicht. Also leider, wir haben
Wir sind so am Limit mit der Bremse. Aber bremst auch top. KW, V3. V3. Mit Frontlift. Mit Liftsystem, Vorderachse, ja. Kann man dann hier sehen. Ah ja, cool. Hier ist die Pumpe verbaut vom Lift. Oh, der ist natürlich wirklich neu. Ja. Solche Plastikteile, gibt es die alle noch neu zu kaufen? Ja, die gibt es, Also Porsche, ist bei Porsche schon noch so andere. Porsche ist da, was die Klassik-Schiene angeht, echt gut. Also man kriegt schon echt, also gerade 64er kriegt man eigentlich fast alles. Wo man aber auch sagen muss, was wir auch im Haus machen, da müssen wir abwägen, wie sieht das Auto aus, an dem wir das Projekt machen. Und kann man die Teile noch, kann man sie sandstrahlen, kann man sie Trockeneis strahlen, kann man sie nochmal neu machen oder braucht man eben das Teil doch nagelneu? Weil ich habe hier jetzt ja echt Probleme, das alte Teil zu suchen. Ja, Motor sieht nur alt aus, weil er mal gelaufen ist. Weil selbst ja, das ist und so alles, ne? Alles neu gemacht wurde. Klar. Weil da ist kaum ein altes Teil dran. Wie gesagt, das, was noch nach der Prüfung in Ordnung ist, wird teilweise auch wieder aufgearbeitet oder halt dann ersetzt. Kann man ungefähr beziffern, was so eine Restauration kostet? Bei so einem Aufwand? Ist schon stark abhängig vom Kunden. Weil also hier ist ja wirklich jede alles, Schraube angefasst. Ja, also jedes also Teil ist ja kein einziges Teil mehr, was man noch nicht angefasst hat. Da kommt man dann schon in einen Bereich, wo ja 350, 400. Mhm. Je nachdem. Klar, das Carbondach kostet Geld. Wenn da wird ja das Blechdach ausgetrennt, dann wird es von innen mit dem Rahmen einlaminiert und also schon mega aufwendig. Und Motor logischerweise auch revidiert und alles neu? Ja, alles neu. Mhm. Betriebe revidiert, Motor neu revidiert. Mal, ihr müsst gucken, ja, wie das halt wirklich. Ja, Neuwagen, ne? Ja. Sind hier so original bei den Racecats in die 946? Ja, ist schon ein bisschen umgebaut. Also okay. Wie gesagt, das ist schon ein fertiger Rufmotor, den wir dann kaufen. Und deswegen auch die 450 besser? Genau. Auch Kundewunsch natürlich. Wir machen auch einen eigenen. Hier Ölrücklauf vom Turbolader, weil der Turbolader so tief hängt, muss extra noch so ein Tank ran, der dann abgesaugt wird. Ja, sehr schön. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Danke. Ja, man sieht ja einfach, dass es bis zur letzten Ecke durchgezogen ist. Es gibt ja ganz oft dann so Ecken, wo man dann so hinterguckt und auf einmal. Also es ist wirklich, wir sehen hinter steht eine Rohkarosse, die jetzt gerade, oder zwei, die jetzt gerade, eine ist vom Lack gekommen, eine wird schon aufgebaut. Und das sieht man es dann tatsächlich, wie es aufgebaut wird und wie aufwendig es auch alles gemacht ist. Hier haben wir noch einen großen Ölkühler. Deswegen muss die Wanne ausgeschnitten werden. Also da hat der Reserverad, genau. Ich lasse ein Stück runter. Normal ist dann eine Reserveradwanne, die aber leider unter die Frontschürze bekommst du einen großen Ölkühler nicht. Da muss halt einmal Karosseriearbeiten machen. Da sitzt der drin und dann haben wir hier natürlich auch, also die Radhäuser, die machen wir und selbst. Hier ist ja auch noch ein Kühler, ne? Hier, die machen wir selbst, die Auslässe. Mhm. Das ist einfach die heiße Luft darunter rausgeht. Und das heißt, wer ist Kunde für so ein Auto? Jemand, der danach auf jeden Fall auch fahren will mit so einem Auto? Definitiv. Weil er da eigentlich viel zu schade zu fahren. Also es ist ja eigentlich wegstellen. Ja, aber die Kunden die lassen sich's bauen, um zu fahren. Definitiv. Jetzt wären wir fast hier am. Darf man das sagen, was er ist? Ich darf man schon sagen, das ist ein EB 110 Bugatti. Zeigen können wir nicht, aber die Form erkennt man. Auch von dem Kunden. Und der steht hier einfach so, kriegt auch noch einen Service oder steht jetzt gerade nur so? Das muss jetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Der wird nochmal schick gemacht, dann über die Jahre ist auch schon wirklich altes Auto. Dann die Schnellverschlüsse werden ersetzt, weil die anfangen ein bisschen zu korrigieren. Und der wird einfach mal wieder hübsch gemacht, außen und innen. Und dann kriegt der Kunde den auch wieder. Großen Service. Ich sage, wir haben alle 20 Autos bald durch hier. Ganz Karosseriearbeiten macht ihr auch hier in-house? Ja, je nachdem wie aufwendig oder wie groß. Mhm. Also wir machen teilweise, aber wenn es irgendwie größere Schäden oder so, machen wir nicht. Deswegen wird ja auch, bevor man so einen Umbau macht, das Fahrzeug vorher geprüft, weil das nicht irgendwie mir ein Auto zerlegen und dann stellt sich raus, oh, voll irgendeinen riesen Schaden. Ich meine, da sprechen wir nicht von irgendwelchen Parkrempler oder so, sondern einfach große Schäden. Dann machen wir so einen Aufwand am Auto nicht. Und wie ist das bei diesen Generationen von Autos so mit Rost, wenn die aus dem Bad kommen? Eigentlich echt super. Also echt wirklich ganz, ganz wenig. Mhm. Meistens sind sie hier durch.
an der Kotflügelaufnahme, weil da eben sich das Wasser sammelt, drin stehen bleibt und dann über Jahre geht es durch. Aber ansonsten, die Karosse, haben wir ganz wenig Probleme. Und der war jetzt auch im Bad und ist schon wieder neu abgedichtet, neu lackiert. Genau, weil da war im Bad, bisschen Steinschlagschutz. Ja, ja. So, und ja, nach dem Bad eben die Karosserieänderungen und dann, also nach dem chemischen Entlacker, dann die Änderung, dann KTL-Beschichtung und dann wird es aufgebaut. Und dann eben je nach, also man sieht hier, wenn man die Lackqualität hier im Raum anguckt, wo man eigentlich gar nicht sieht, ist eigentlich schon tipptopp. Und dieses Ergebnis kriegst du eben nach dem chemischen Entlacken, hast du eben alles weg und dann kommt nachher der Lackierer und dichtet das. Ja, partiell wieder. Genau. Weil hier so ist ja schon überall wieder neu abgedichtet. Genau. Das ist ja schon, all die ganzen Blechfalze sind ja schon alle einmal eingestrichen. Mhm. Und gab es denn ein Cabrio überhaupt in Breit? Es gab Cabrios auch in Breit, aber der war jetzt schmal und den haben wir auf Breit gemacht. Und gibt es die Seitenteile für so ein Auto noch? Die gibt es. Echt keine Porsche? Ja, kann ich ganz normal bestellen. Was kostet ein Seitenteil? Boah, 2,5 glaube ich. Ist ja auch noch. Also ja, klar, 2,5 sind 2,5, aber... Plus zweimal. Ich bin nicht sicher, aber bei so VW Audi Jungs, da gibt es halt immer gar nichts. So, nee, ist halt nee. So. Oder Klassikabteilung, dann wird es richtig bitter vom Preis. Also, achso, das kommt noch nicht mal von der Klassikabteilung. Nein, das ist ganz normal, bestelle ich ganz normal im Porsche-Zentrum. Also, und wahrscheinlich auch noch ratzfatz da. Genau, 2 Tage. Und das, man sieht eben auch da im Motorraum, also ein bisschen Staub jetzt, aber wie die, ja, einfach die Qualität vom Lack auch. Mhm. Wie viele Autos macht ihr davon so? Ja, jetzt haben wir. Wir haben also 3 fertig. Drei fertig. Der grüne ist jetzt, da fehlt auch die Innenausstattung. Der blaue ist gerade beim Himmel machen. Genau. Ja, 3, 4, 5. Also ein neues Tätigungsfeld oder macht ihr das auch? Ja, das ist relativ neu. Also seit 1,5 Jahren, 2 Jahren. Zwei Jahre. Ja. Ich glaube vor 2 Jahren oder vielleicht vor 2,5 haben wir das erste Auto für einen Kunde gebaut. Und er fand es dann toll. Und das hat sich dann irgendwie so... Weil dann habt ihr euch ja schon relativ schnell rein. Ja, es gibt ja wahnsinnig viele Firmen, wo so Restaurationen machen. Und deswegen, wir sind ja kein Restaurationsbetrieb, sondern wir haben das für einen Kunde angefangen. Ja. Und dann hat sich das so ergeben und dann kam der Nächste. Ja. Und jetzt mittlerweile... Da hinten sehe ich schon noch weitere. Ja, wir haben auch noch Leute, die warten noch. Also die wollen auch noch und auch noch, aber wir können halt auch nicht 20 Autos gleichzeitig bauen. Und dann gibt es halt noch Bugatti. Bugatti. Pagani. Ich guck mal nach oben. Lambo und weiß ich nicht. C292. Auch Saubergruppe C. Genau. Das ist halt jetzt, wie gesagt, das fällt unter diese Abteilung von der Fahrzeugsammlungsbetreuung einfach, dass wir hier die Fahrzeuge haben und die dann hier stehen. Und dann eben auf ihren nächsten Einsatz sozusagen warten, wenn der Pro fährt. Volltanken. Und was ist das hier? Das ist ja hier die Liga von meinem Sohn eigentlich. Eigentlich, ja. So Junior Porsche sind so Kinderautos mit Rennermotor, 2 Gang mit Rückwärtsgang. Das ist so ein Rasenmähermotor. Ja, genau. Also nur dass der Rasenmäher keinen Gang dran hat eigentlich. Genau, aber der hat 2 Gänge. Und das Schöne an dem Auto, an dem kleinen, ist, aktuell bauen wir, also für den Kunde, genau, oder so ein Auto, ein 64er Coupé mit der Außenfarbe, mit dem Interieur, wenn man sieht hier, das ist Leder, Alcantara, hier kommen Türverkleidungen, Alcantara-Lenkrad, hier mit richtigem Verdeckstoff bezogenes Ding, das sieht man hier. Hier sieht man es im Urzustand, wie man es eigentlich, sagen wir mal, hat, also das, die Tankabdeckung ist einfach nur Kunststoff. Das ist ein bisschen größer auch hier, ne? Das ist 2 Sitzer. Jetzt 2 Sitzer, gab es 1 und 2 Sitzer, genau. Wenn die Jungs dann die erste Freundin haben, ne? Dann brauchen sie einen 2 Sitzer. Ja, genau. Ja, ist eigentlich ganz lustig, aber da ist die Teilebeschaffung wirklich schwierig. Mhm. Also wenn man da einen Teil braucht, da muss man wirklich versuchen, alles zu retten, was, wenn man so ein Auto kauft. Was weil das ist. Originale von damals sind? Und ja, genau, wenn das einfach Originale von damals sind und die Teile einfach nicht in Massen produziert wurden. Also da musst du dann wirklich, wirklich suchen, wie wenn du einen wahnsinnig seltenen Oldtimer hast, wenn du so einen Scheinwerfer hinbrauchst. Ja, also das ist echt wirklich... Ja, das ist gebaut worden damals. Gibt auch richtig Kunden. Also ich dachte, das gerade mehr, das wird jetzt hier nur gerade irgendwer so ein Hobbyprojekt von irgendwie. Da gibt es richtige Leute, wo das echt suchen und da musst du auch wirklich im Internet suchen, dass du da einer findest. Und wenn, dann
kostet der auch schon 10, 15, 20. So ein Ding? Ja. Kein Spaß. Kein Spaß. Aber das war damals von Porsche, oder? Das hat eine Firma gemacht im Auftrag für Porsche. Gab es damals, glaube ich, auch von Mercedes. So, eine Sache, originalgetreu fehlt da auch noch, ihr müsst hier einen Turbolader draufschmeißen, ne? Ja, das sind wir dran. Wir entwickeln. Selbst wenn er nur hier so, nur so hängt hier so, ja, unten genau, so. Weißt du, wenn das nur hier unten so rauskommt und dann so ein bisschen mitdreht, nur so ein bisschen Geräusch macht dann, ne? Ja, das ist. Aber ist das dann Fliehkraftkupplung oder mit richtig? Nee, mit Kupplung nee, das richtig, ist ne? Einfach schalten, Fliehkraft, fertig. Weil hier drei Pedale sind? Ja, du kannst hier, wenn du Rückwärtsgang legen musst kuppeln und dann kannst du eigentlich, ja, du kannst kuppeln oder geht auch so. Und wir bauen das dann auch mal um auf LED. Also für die ganz Verrückten, die wirklich halt ja, für ihr Kind auch was passend haben wollen. Tja, und dann haben wir noch einen Bugatti. Einen älteren, wenn man so will, Veyron. Eine sehr ja, auffälligen Lackierung, würde ich mal sagen. Farbgebung. Aber original gewesen, matt glänzend. Also es war ab Werk so. Ja. Ja. Und das Dach in Blau, ja. Glasdach. Auch Kundenauto zum Service? Ja. Genau, der kam, das hast du gerade gesagt, der kam genau. Von der Tour zurück. Und jetzt steht er bei uns im Service. Kann man so ungefähr sagen, wie viele Autos ihr so im Kundenstamm so habt? Also im Umlauf über 300. 300? Nur? So ist jedes Wochenende irgendwas. Ja. Das ist das Telefon. Telefon klingelt. 993? 964. Tatsächlich Carbon-Seitenwänden. Mhm. Weil der Lufteinlass ist so ein bisschen nachempfunden, 993 Turbo S, ne? Das ist 964 Turbo S. Es gab 964 Turbo S. Und das ist... Im Prinzip ist es abgeformt vom Originalfahrzeug und das ist jetzt alles egal. Aber wenn es nicht gesagt hättest, wäre es mir jetzt nicht aufgefallen. Nein, wir geben uns Mühe, aber... Nee, also dadurch, dass es auch von innen mit so ein bisschen Steinschlagschutz und so genau, behandelt ist. Ja. Aber ist tatsächlich nicht. Carbon. Genauso wie im Dach, der hat auch das Dach, das Carbon-Dach. Aber hier hat der Kunde zum Beispiel einen Wunsch, dass der Streifen nur... Ach nee, der Welt ist genau. Der bekommt auf der Fronthaube den Streifen hier und über der Heckflügel. Und wie habt ihr das dann mit dem Carbon-Seitenteil gemacht? Das muss ja hier überall. Das wird rausgetrennt, das Blech, und dann wird das Carbon eingesetzt. Weil da muss ja überall eine Kante überall sein. Wirklich ein guter Wahnsinnsaufwand, wirklich. Weil da haben wir bei mir auch ganz lange gekämpft mit, wie macht man das? Wie die Verbindung. Das? Ja, dass ja, die das Verbindung ist das große Problem. Ja. Dass das für immer bleibt und nicht reißt und so weiter. Ja, es ist wirklich, also das ist im Prinzip, wie soll man sagen, da ist im Prinzip eine abgesetzte Blechkante, wo das Carbon dann verbunden wird. Ja. Weil einfach so Carbon auf Blech stoßen und dann irgendwas drunter machen, das funktioniert nicht lang. Auch das Dach, am Dach sieht man es vielleicht, da wird erst ein Rahmen eingesetzt. Also das ist schon ein abgesetzter Rahmen aus Carbon, dann kommt das Carbon-Dach rein. Und dann wird es halt eingearbeitet. Und auch wieder den Käfig so auch ganz. Auch wieder den Käfig. Wirklich auch ganz dezent. Und der bekommt nachher auch Carbon-Türen. Macht man sich dann hier noch einen Himmel? So einen Spannhimmel irgendwie drunter? Da wird noch ein Himmel also gespannt. Im Prinzip, also da geht es jetzt immer auch um die Körpergröße des Kunden. Also du kannst einen Himmel überspannen einfach, aber dann. Hast halt die Kopfhöhe nicht. Ja, verstehe. Die Autos sind so klein innen, wenn da mal einer 1,85 ist, dann wird es oben schon, schon eng. Und dann nutzen wir natürlich hier das Fach vom Himmel noch für als Kopffreiheit. Aber man sieht echt nicht, wo ihr Seitenteil angesetzt habt. Nein. Weil das hier wird ja noch die alte Blechkante sein. Das ist die alte Blechkante. Das ist die alte Blechkante. Gut, du musst ja auch, also ein bisschen Stabilität ist ja auch noch wichtig. Also, kann man die ganze Karosserie zersägen. 964 Carbon-Seitenteile, hätte ich echt nicht gedacht. Und das ist ja wirklich jetzt dann schon so gemacht, wenn jetzt das Dach noch durchlackiert wäre, dann könntest du ja selbst zum TÜV fahren, das würde keiner sehen. Ja, selbst wenn ja. Sich das gezielt einer anguckt. Also selbst, also muss ich mal reinfilmen einmal, Nico. Das ist komplett von innen auch alles wieder mit Steinschlagschutz ähnlich versiegelt und so. Wenn ich mit dem TÜV war, sieht es der TÜV ja gar nicht. Mhm. Nein, aber klar, das ist
Im Prinzip könntest du die Teile auch alle als Sichtcarbon-Teile machen, aber dann wird es halt so aufwendig. Und ja, kostenintensiv, dann das macht ja wirklich. Aber und kriegt ihr selbst sowas auch eingetragen, den Carbon-Seitenteil? Oder ist es überhaupt eintragungspflichtig? Ja gut, ich meine, das ist ja immer die Sache. Der TÜV, was ist wichtig für der TÜV? Wenn du einen Carbon-Kotflügel hinmachst an ein Audi, ist es ein Problem für den TÜV oder eher nicht? Eigentlich ja, weil der hat ja ein anderes Crash-Verhalten wie ein Blechkotflügel. Also im Prinzip ja, aber mir das Fahrzeug wird nicht in Deutschland fahren. Genauso wie das hier. Das wird auch nicht in Deutschland fahren. Aber nur, weil, vielleicht. Nur weil ich Hockenheim Lautstärkebegrenzung habe. Okay. Ja. Also da auch nee, kurz, ja, sorry. Was sagst du? Film da erstmal drauf. Viel wichtiger. Das ist, also kann da kurz auch zum Hintergrund sagen, das ist ein C291, sauber. Und damals auch noch mit Michael Schumacher und auch Karl Wendlinger am Steuer, die das Ding noch gefahren sind. Also ein wirklich schönes Stück Rennauto-Geschichte, wenn man so möchte, oder Motorsportgeschichte. Und ja, wir kümmern uns auch darum. Und das ist jetzt, wie es hier steht, ich meine, der läuft mittlerweile wieder. Der läuft, ja. Ja. Also, und wir haben den 2016, ja, hat ein Kunde uns das Fahrzeug gebracht, nicht lauffähig, weil Ende der Gruppe C wurden die Steuergeräte alle vernichtet, Motorsteuergeräte. Und der Kunde hat ihn irgendwo gefunden, hat ihn gekauft und hat ihn uns gebracht und hat gesagt, er möchte ihn eigentlich fahren. Und dann ging es los, die Challenge. Und dann sind wir, ich glaube, 2016 in Le Castellet gefahren mit dem Auto. Ja, ein Jahr, 17, glaube ich. 17? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe hier mindestens ein Jahr von meinem Leben verbracht an dem Auto, dass er läuft. Und dann, also ey, läuft, ist fahrbereit, also jetzt aktuell natürlich, ja. Aber der läuft und ist halt auch der einzigste C291, der läuft. Das heißt, ihr habt dann, weil es das Original Motorsteuer nicht mehr gab, ein neues Steuergerät eingebaut? Genau, ja, das ging dann los. Wir haben, klar, das Auto hat ursprünglich Taktronik drin gehabt. Also Sensorik und Steuergerät von Taktronik, auch Display und alles, Taktronik gibt es nicht mehr, schon lange nicht mehr. Habe ich auch noch nie gehört. Ja, die haben Formel 1 gemacht und so in der Zeit. Und dann haben wir ja das Projekt rangegangen und dann waren die ganzen Sensoren irgendwie, liefen alle mit 8 Volt und das macht kein Steuergerät. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir um auf ein Motec-Steuergerät und bauen die Sensorik auf Bosch um. Und fahren jetzt auch Bosch-Zündung und ja, im Prinzip war es einfach nur viel Aufwand, das alles so zu bauen, dass ja, so Sensoradapter und was eben halt und die Problematik ist. Das heißt, der ganze Kabelbaum ist dann auch neu? Der ist neu, komplett. Ja. Wir haben eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil vom alten Kabelbaum genutzt und aber Motor- und Fahrzeugkabelbaum ist komplett neu. Was ist da für ein Motor drin? Das sieht fast aus wie ein Boxermotor. V12, 180 Grad. Flacher Motor. Also im Prinzip sieht er aus wie ein Boxer, ist aber ein V-Motor vom Aufbau. Und dann ist halt weil hier, die Kolben einfach genau, anders laufen dann gegenüber dem Boxer. Und hier ist halt auch noch die Besonderheit, dass der Motor keine Zylinderköpfe hat. Also Block im Prinzip und Kopf ist ein Stück. Die haben das damals von innen, also praktisch von der Trennung, wo die Kurbelwelle sitzt, innen durch den Zylinder die Ventilsitze und so bearbeiten muss. Richtig verrückt, echt. Das heißt, es gibt wirklich nur linke und rechte Hälfte? Ja, es gibt linke und rechte Hälfte. Und dann oben musst du so hier durch auch alles einbauen, Ventile rein ja, und so weiter. Ja, du kannst oben schon einen Deckel wegmachen, aber von also du hast einfach keinen Kopf. Kein du Kopf, hast Block und Kopf in der Hand. Hat halt den Vorteil, dass du in dem Moment halt auch keine undichte Kopfdichtung haben kannst. Richtig, und das war auch die Idee dabei. Ja. Aber so richtig funktioniert es halt leider nicht, weil der Motor ist sowas von empfindlich. Ja, es wird wahrscheinlich auch eher leistungsmäßig noch eine Ebene höher gedacht gewesen sein. Also, ja, dass also man eher einen Motor baut, der irgendwie 1500 PS kann oder so. Die waren ja mit der Entwicklung da schon sehr weit für die Zeit. Und da, glaube ich, haben die sich auch ja, überkonstruiert und ingeniert. Und der Motor hat leider nie funktioniert. Also die sind ein Rennen durchgefahren. Das haben sie auch gewonnen, aber die anderen waren alle Motorschäden.
vor allem auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, heißes V, wenn man das so sagen kann. Ja, also Auslass nach oben. Ja. Auslass nach oben, normalerweise Boxermotor ja auch mit dem Auslass nach oben. Was hat so ein Ding an Hubraum? 3,5. Ach, so wenig für 12 Zylinder? Ja, ja. Das heißt, die Kolbe sind nicht so dick. Das heißt, das Ding soll irgendwie auch so 10, 12, 15.000 Euro? Ja, 14,5. Ja. Ja. Und das ohne, dass man so richtig an den Ventiltrieb vernünftig rankommt. Aber den Ventil, naja, den fährt er schon. Also, ja, das hat er. Also den hat schon Wellen und so, da kommt man schon rüber dran. Ne? Aber einfach die Schnittstelle oder die Kopfdichtung hat er nicht. Hat er nicht, okay. Und dann kann er mal innen rein gucken. Dann sieht man mal, wie er. Ja, da sehe ich nicht viel. Das ist auch ein bisschen Motor gucken, ja. Aber der saugt auch gefühlt durch den Ventildeckel an, oder wie läuft das? Weil der hat ja die Ansaugung nicht nach unten. Der hat Trichter. Ja, also du hast einen Trichter, dann geht der. Das Einspritzventil spritzt auch nicht in den Motor ein, sondern einfach in den Trichter. Mhm. So wie jetzt, sagen wir mal, in der Formel 1 haben sie das auch gemacht, dass sie praktisch die Trichter oben hatte und die Fuel Rail an die Injektoren drüber. Das ist einfach, der saugt es einfach rein. Geil. Mhm. Weil eigentlich würde man ja denken, ist gegenüber vom Auspuff. Ja, der saugt da oben an. Tatsächlich. Die Einlässe gehen wirklich gerade durch. Einfach gerade im Brennraum rein. Gerade rein. Also an sich schon cool, ne? Wenn es läuft. Ja, der läuft ja auch. Nur war er halt eben in der Zeit nicht wirklich haltbar. Deswegen. Was hat er an Leistung gehabt? Das war nicht so viel, 500 irgendwas. Aber wir haben dann auch, wir haben das Auto dann maximal 10 drehen lassen. Einfach bezüglich der Haltbarkeit. Weil wenn du sowas als Kunde fährst und der Motor geht kaputt, dann ist es bitter. Baustelle. Baustelle, richtig Baustelle, ja. Und, warte, ich mach die Tür auf. Da ist wirklich nachweisbar, dass Michael damit gefahren ist. Ja, natürlich. Ja. Gibt es eine komplette Historie. Und aber weil du sagtest, nur ein Rennen, das heißt. Nein, die sind schon die ganze Saison gefahren, aber nur ein Rennen haben sie gewonnen. Und was für eine Klasse war das dann? Gruppe C. Und als wir da die Ausfahrt machten in Le Castellet, war ja der Karl Wendlinger schon das Auto gefahren. Mhm. Also wir haben den tatsächlich kontaktiert und gesagt, er kann das Auto fahren, wenn er möchte. Welches Baujahr ist er? Der ist 91. Also 91 gebaut, 91 war die Saison. Das heißt, das war eigentlich noch vor der Formel 1, also bevor Schumacher Formel 1 wieder gefahren ist. Ja. Und dann kam der Herr Wendlinger, der konnte gar nicht glauben, dass es geht, dass das Auto fährt. Und dann kam er nach Le Castellet und wie lange ist er gefahren? Da war schon einige Runden und war auch ziemlich happy mit dem Zustand vom Auto. Wird sich da wahrscheinlich erstmal reinzwingen müssen? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Er ist richtig fit. Wahnsinn. Ja, da muss man sich auf jeden Fall schon zutrauen, sowas. Also nicht das Fahren, sondern die Schrauberei an so einem Auto. Also sowohl so einen Motor vorbereiten, als auch so einen dann anzurufen und zu sagen, ey, du kannst fahren. Das war wirklich schon knifflig, also mit dem Motor. Und wir waren dann auch alle natürlich sind da viele Leute an dem Projekt beteiligt. Du brauchst ja dann einen Ingenieur, wo das Mapping macht, Prüfstände, du brauchst Motorenmänner, weil du hast einfach so ein Auto, das vielleicht 10, 15, 20, 25 Jahre steht und dann fängst du an. Dann musst du halt erstmal zerlegen, gucken. Machst du erstmal alles, ne? Ja, machst du erstmal alles, genau. Aber und dann auch komplett zerlegt und so? Bitte? Motor auch komplett zerlegt und sowas extra? Ja, natürlich. Also zumindest zum Prüfen, ja, wie gesagt, das Auto stand irgendwo, der Kunde hat es gekauft, du weißt ja gar nicht, sind überhaupt Kolben drin. Vor allen Dingen, selbst wenn die Kolben nicht drin wären, was machst du dann? Also, ja, dann ist es schwierig. Kannst du nur irgendwo welche bauen lassen, die da irgendwie reinpassen. Ja, aber Drehmoment und so, wo kriegt man das her? Drehmoment und die Strauber nicht. Wie es geht. Fest. Also das sehe ich halt, weißt du, normalerweise weiß man ja, dass jede Schraube welches Drehmoment gibt. Ja, Achterschraube durch so viel Sinn. Aber viel wichtiger ist eher so Thema mit Steuerzeiten, was zusammengebaut wird, so, weißt du, wie viel, da wird ja auch irgendwie mechanisch Ventilspiel garantiert irgendwie. Ja, du hast ja da tausende Ecken. Ja. Also das ist ja, wie du sagst, Steuerzeiten hier, Steuerzeiten da, dann, keine Ahnung, Kupplung. Ja, funktioniert die Kupplung nach 20 Jahren stehen noch oder muss ich zerlegen? Und das ist ja schon
Also das ist schon Wahnsinn. Ich habe schon echt viel gesehen und viel gemacht, aber das ist... Nochmal eine andere Liga. Das ist wirklich Wahnsinn. So, das ist... Auch das ist... Wann? Vor eineinhalb Jahren. Zweite Auto. Das SPS-Auto Nummer 2, ja. Genau. Das war das zweite Auto, wo wir gebaut haben. Auch Carbon. Carbon. Carbon, da sieht man es, manche wollen es sehen. Witzig ist immer, dass Betriebe, die einfach im Rennsport zu tun haben, dass die so Bock auf Carbon haben. Weil ganz, wenn du nicht rennsportmäßig bist, dann sagst du, boah, Carbon, gar keinen Bock, lieber Blech, da kann ich dengeln. Ja, wenn ich mir Metalle reindrücke, kann ich sie wieder raus. So, ne? Und für Carbon musst du ja schon gemacht sein. Ja, gut, das Auto hat auch ein paar Besonderheiten, sage ich mal. In Summe, ich meine 6, 7 cm kürzer. Ich meine 3,5 und hinter 3,5. Wie? Kürzer? Kürzer. Wir haben die Schürze gekürzt. Kundenwunsch. Also? Ja, genau. Nee, hier. Hier. Also hier einfach alles? Nein, genau, das ist der Trick. Kotflügel, alles normal. Nur, dass die Schürze hier weiter reinkommt. Achso, also der Kotflügel ist hier gekürzt? Nein, der Kotflügel gar nicht. Nur die Frontschürze und die Heckschürze. Mhm. Und man sieht es so jetzt nicht. Aber wenn ich den im normalen 64er stelle, da stimmt was nicht. Also jetzt, wo du sagst, so... Ja, es ist, genau, normalerweise geht die Schürze bis hier. Und das ist viel größer. Und das haben wir halt erreicht, indem wir natürlich hier ein Stück rausgenommen haben, wieder zusammengemacht und dann natürlich vorne auch dementsprechend angepasst, dass alles passt. Mhm. Und das Gleiche haben wir hinten gemacht. Mhm. Aber warum? Weil also warum? Aber warum? Weißt du das? Kundewunsch. Okay. Ja, das Kunde damals hat gesagt, ey, das sieht... Also hier sieht man zum Beispiel, weniger. Normalerweise ja. Ist das hier so weit draußen. Und durch die Kürzung sind wir halt hier rein. Gab es nicht damals einen 964, der kürzer war tatsächlich, der Rennen gefahren ist? Kürzer? Mhm. Der war genauso kurz wie der. Und daher kam die Idee, meine ich. Also ich wüsste nicht, dass es einen kürzeren gibt. Also es gibt immer einen kürzeren. Aber. Ja, und dann haben wir aufgebaut. Das ist Blech. Ja. Den haben wir aufgebaut, da ist jetzt auch nicht viel drin, weil wir den gerade umbauen. Gehen wir rüber. Das war ursprünglich ein 3,6 Liter, ganz normaler Sauger. Und dann haben wir unseren Motor 4 Liter gemacht. Und jetzt Umbau auf Einzeldrossel, ja, Einzeldrosselanlage und FuelTech Steuergerät. Mhm. Was dann hier unterm Sitz sitzt, also es sieht noch ein bisschen wild aus, die ganze Steuergerät und Lambda-Anzeige und alles. FuelTech ist ja immer zeitgleich Display und Steuergerät. Genau. Einem. Ja, es gibt, glaube ich, das ganz kleine ist nur Steuergerät, aber das hat jetzt hier noch ein Display. Ja, ja. Kannst du auch über das Display kannst du alles machen. Mapping, alles. Und wir haben jetzt hier den Motor dann auch so gebaut, dass wir sagen, wir haben einen großen Stecker für den ganzen Motorkabelsatz. Das heißt, wenn du den Motor ausbaust, musst du nur glatt machen und hast den Motor raus. Und auch nochmal zur Rubrik, alles was der Kunde will, ja. Dann hier auch im Lenkrad dann mit den Schaltanzeige, genau, mit LEDs. Schaltanzeige, abnehmbar, das Lenkrad natürlich, also versteht sich. Mit Pins für die Schaltanzeige, weil du musst ja den Strom irgendwie reinbringen. Und das, du hast halt hier grün, orange, rot, die dann halt laufen. Und das haben wir halt dann eingearbeitet ins Lenkrad. Und weil da muss man ja auch jemand sein, der so ein Auto auch noch richtig fährt, sonst kommst du ja nicht auf die Idee, den Schaltplatz Lenkrad zu machen. Ja, richtig, genau. Also der hat auch tierisch Spaß mit dem. Und was hat so ein 4 Liter am Ende leistungsmäßig? 400. Also es gibt Leute, die sagen 420, 430. Ich denke 400 ist realistisch. Ja. Cool. Micha, geht das noch mit dem Licht hier? Ach so, ja, das sind die Einstiegsleiste, das ist also Kundenwunsch gewesen. Die Leuchte, also das sind Carbonleiste, ausgefräst, eher gemacht. Dann mit Harz auffüllt und drunter ist eben so ein LED-Ding und ist dann beleuchtet, wenn Tür aufgeht. Was du alles kannst? Ja, man glaubt's nicht. Alles. Hätte ich nicht wissen dürfen hier. Ja, jetzt. Ich habe auch irgendwelche Ideen, die mir wieder einfallen. Ja, wir haben dann auch immer. Das war geil mit dem Harz gefüllt und so. Wir haben auch beleuchtet. Sieht beleuchtet auch richtig geil aus. Daniel noch da. Ja, alles gut. Ja. Cool. Und da ist auch die Bremse drauf, was man eigentlich immer verbaue, weil die einfach super gut ist, die Brembo. Ja, wir haben da irgendwann mal gesagt, ey, jetzt kommt große Bremse, und dann gibt es ja auch viel. Und dann haben wir eben diese riesen Brembo-Bremse mal drauf gebaut und mal gefahren und das ist einfach Bombe.
Wirklich? Ja, man merkt, ihr macht das mit Leidenschaft hier. Ja. Das ist das Credo. Vielen, vielen Dank. Du immer gerne. Micha, danke, weitermachen so. Mach's gut, ja. Man merkt, ja, du kannst gerne. Du brennst dafür. Eins bestelle. Aber muss ein bisschen warten. Nein. So viel zum Thema SPS. Wirklich geil. Coole Nummer. Danke, dass wir das zeigen durften. Ja, ich verstehe das vollkommen, dass man solche Autos nicht zeigen darf, weil. Ja. Ist ja schon der eine oder andere Besitzer hinter. Ja, der einfach sein. Wie gesagt, das macht uns einfach aus, dass wir da diskret einfach vorgehen und. Aber. Ich meine, das sind ja auch schon relativ coole Autos hier. Ja. Nee, geil. Cool. Ja. Wir werden uns bestimmt irgendwo noch mal sehen, spätestens auf der Rennstrecke mal über den Weg laufen. Den einen oder anderen Track, der haben wir schon noch vor. Ich würde auf jeden Fall auch gerne mal so ein Auto fahren, also so ein, ich sag jetzt mal, älteres Auto auf neu gemacht, schon definitiv. Ja. Aber der Kopf brennt, für heute reicht es erstmal. Auch, man merkt, ihr seid mit Leidenschaft dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zeigen, also dass wir es zeigen durften. Für euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.